Hallo, und wir machen gleich da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Am gleichen Fleck stehe ich. Naja, nicht ganz der gleiche, aber fast der gleiche. Wir haben das beendet, indem wir die Singularis umbenannt haben in ID 1. Dann gehen wir gleich mal zu unserer schönen Quantum Bridge, nennt sich das Teil, glaube ich. Der Feelring. Da packen wir mal eins rein, zack. Strom hat er, und jetzt kommt auch so ein schönes Effekt. Das ist cool, finde ich. Wir brauchen dann gleich noch was, und zwar ein Crafting Table, ein bisschen ME-Kabel. So. Viel brauche ich da eigentlich normalerweise nicht, das sind nur Testzwecke. Dann gehen wir hier hin. Das passt soweit. Dann können wir den Ring auch hier aufbauen, wo ich eigentlich aufbauen wollte. Mal kurz gucken. Doch, Energie ist noch genug da. Hier wollte ich ihn ursprünglich aufbauen, und zwar eins in die Wand rein. Das hat einen guten Grund, warum ich das in die Wand will. Schaut besser aus. Warum ich eigentlich noch so viele Ringe habe, verstehe ich jetzt auch nicht. Habe ich da zu viele gecraftet? 16. Okay, egal. So, und dann kommt hier unten gleich die Energieversorgung. Und okay. Und zwar kommt der hier hin. Jetzt hoffen wir, jetzt muss ich mal gucken, ob das hier klappt. Der hier hin. Und der soll das hier laden. Input kann ruhig höher sein. Gelädt dann, also blau muss Input sein. Receive Energy. Jetzt geht's, ja. Und Output ist nach oben, das gehört dann. So. Und der leuchtet. Okay, anscheinend braucht er doch nicht so viel. 1000. In Reihentausend elf, echt? Na okay, egal. So, dann in der Mitte wieder unser zweiter, der was zusammengehört. Zack. Auch wieder das schöne Muster. Das geht auch weltenübergreifend. Also das ist egal, ob ihr im Nether seid oder nicht. Und dann kommt hier. Genau da will ich den haben. So. Oh, nicht den abbauen. Warum komme ich da jetzt nicht rein? Scheiß Kiste, die hätte ich lieber vorher wegstellen sollen. Ah, da habe ich auch noch diese scheiß Upgrades. Ja, ihr wundert euch, warum ich so viele gemacht habe wahrscheinlich. Das kann ich euch auch ganz gut sagen, warum. Denn ich habe auch versucht, mit diesen Transfer-Nodes mehrere Transfer-Nodes zu machen von Steam. Ich glaube, dreimal Steam rüber habe ich geschickt. Und einmal Wasser zurück, hat auch nicht gebracht, irgendwie. Entweder war ich zu blöd dafür oder es hat nicht geklappt. Eins von beiden wird wohl stimmen, oder? So, dann kommt hier ein ME-Kabel verlegt. Unser Crafting Table, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, müssten wir jetzt auf unser Lager zugreifen können. Und siehe da, wir sehen alles, was wir zu Hause haben. Und auch wenn ich hier was rausnehme, zum Beispiel Cursor rausnehme, kann ich ganz normal rausnehmen, habe ich ihn mit da. Und ich kann es auch ganz normal wieder reinwerfen. Hier braucht man keine ME-Controller, das ist einfach eine ja, WLAN-Verbindung. Statt Kabel legen kann man das so machen. Ha, coole Sache, oder? Ich find's cool. So, der lädt sich hier langsam, aber stetig. Der hier hat noch genügend Energie. Das passt, der hat auch genügend Energie. Ist ganz knapp, das reicht. Das ist perfekt. 16 Uran schon. Oh, das ist gut. So, und hier haben wir jetzt den Vorteil, wir können mit diesem System, was wir hier haben, auch die ganzen Items, die wir hier herstellen, die hier, gleich direkt nach Hause schicken und verarbeiten lassen. Entweder über das ME-System oder wir machen das hier eine eigene. Ja, hier kommt auf alle Fälle eher eine eigene Produktion hin, glaube ich.
Oder, bin am überlegen. Ja, das machen wir dann anders. Auf alle Fälle, das funktioniert schon mal. Das finde ich spitze. Jetzt würde mich nur interessieren, wie viel braucht der eigentlich? So, jetzt haben wir nichts. Jetzt gehen wir mal 50. Läuft. Ah, da oben steht 640 Megajoule braucht er. Oder? 100 macht er auch nichts. 150. 300. 350. Ab 400, ah, okay. Also, da brauche ich gar nicht so viel, wie in Internet steht. Cool, also ab 400 schaltet er ein. Das passt. Was haben wir hier? Was ist das? Achso, 50, 10, ja. Hier sind wir dunkel. So. Ja, okay, jetzt durch diesen. Durch diese Brücke ist ja heller geworden. Hier können wir eigentlich so rausnehmen. So, 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 so. Also muss ich alles noch verschönern, aber hatte ich noch keine Zeit. Ich muss ja jetzt wieder im Vorfeld aufnehmen. Die ganzen Folgen und so. Da ich ja dann immer wieder arbeiten muss und andere Sachen zu tun habe, kann ich nicht immer spielen. Nicht jeden Tag Zeit, deswegen muss ich immer im Vorfeld ein wenig aufnehmen. Sulfur, oh, endlich Sulfur. Da hatten wir auch Probleme, dass ich kein Sulfur gefunden hatte, gell? Das lag daran, das wurde nicht generiert in der Welt. So wie auch, was war denn noch? Emeralds. Emeralds werden auch nicht generiert. Warum? Keine Ahnung. Kein Emerald-Ore, kein Sulfur und einige andere Erze werden auch nicht generiert. Woran das genau liegt? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, ehrlich. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie ich an Sulfur hätte kommen können. Natürlich haben mich dann Sulfur gecheatet, weil ohne Sulfur bin ich angestanden. Das ging nicht ohne Sulfur. Aber jetzt weiß ich, wie ich an Sulfur hätte kommen können. Aber die Idee wusste ich natürlich vorher nicht. Oh, da haben wir aber wirklich schön Reaktorcraft. Was kriegt man da raus? Achso, das orange Zeug da. Candium. Appetite. Das war selber und das geht nicht stacken. Achso, nee, das ist der Zertus, Trottel. Bin ich schon ganz verwirrt. Ferus gibt's normal auch nicht. Oder doch? Hm, weiß ich nicht. Silberohr von Factorization, das gibt definitiv nicht, das ist deaktiviert. Das haben wir. Emerald haben wir ziemlich viel, ehrlich gesagt. Ich möchte mal Emerald mitnehmen nach Hause. War hier noch Emerald? Eins, ja. 121, die habe ich aber vermehrt mit Mimicheat. So, da dürft ihr euch nicht wundern, dass ich. Da habe ich, glaube, zwei Stück gefunden in einer Kiste, dann habe ich sie vermehrt. Damit ich da etwas rausholen kann. So, also von unseren Miner kommt anscheinend nichts mehr. Oh, können wir drei raus. Aus einem können wir drei. Können wir aus denen auch drei. Kriegen wir aus jedem drei. Ja. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, drei Stück, ne? So. Der ist jetzt auch fertig. Der Miner hat nichts zu tun. Das ist entweder gut oder schlecht. Kann man jetzt ziehen, wie man will. Eigentlich brauche ich den Miner gar nicht mehr. Den gehen wir jetzt mal abbauen. Wir haben schon so viel Rohstoffe. Wir brauchen nichts mehr. Wir könnten schon Rohstoffe verschenken ohne Ende. Hier. Ja, da ist fertig. Zack. Dann haben wir die Energie wenigstens für andere Sachen. So, dann machen wir wieder Raum. So. Und den Miner legen wir hier in eine Kiste rein. So, das gehört dazu, das gehört dazu. Und zweimal das gehört zum Miner. Und du gehörst auch noch dazu. Und der Rest, ja, warum habe ich so viel Quantum Field drin? Keine Ahnung.
So, der hat mittlerweile schon wieder zwei gemacht. Das heißt für uns, jetzt ist aber Feierabend hier. Das reicht. So viele brauche ich nicht. So viele werde ich auch nicht machen, schätze ich mal. Hoffe ich halt mal schon. Man kann sein, dass ich sie vielleicht irgendwann mache, aber eigentlich fällt mir nicht wirklich ein. Wofür? Hier. Hier wollte ich das noch reinpacken. Wenigstens eine mehr. Wir schauen, wir haben schon 23.000, heißt 1000 Diamanten. So, ich habe mal die Ores, die werden wir mal durchrattern lassen hier. So. Water. Oh, da haben wir ziemlich viel. Alter Schwede, ne? Ores gehen wir mal auf, ziemlich viel. Da wird der bald mal. Was? Zertus? Ach du Scheiße. Mimichit haben auch so viel. Also Rohstoffe haben wir jetzt wirklich fast ohne Ende. Das Einzige, was wir nicht viel haben, ist Lapis, nur 9000. Wie gesagt, so Redstone oder so. Gold haben wir auch noch nicht viel. Okay, 5000, das kann man verkraften. Perdito, was ist denn das für ein Zeugs? Achso, das sind die hier. Passt schon. Das, Monazit. Und der Rest wird durchgearbeitet, ja. Was haben wir denn eigentlich am meisten hier? Und dann Redstone, okay. Gut. So. Kommst du da hier rein? Eigentlich haben wir schon viele MA-Systeme, kann man sagen. So, was werde ich offline machen? Werde ich das neu craften? Ja, werde ich alles neu craften hier. Das lass mal hier stehen. Zwar wird diese ganze Anlage, die hier steht, eigentlich inklusive MI-System und den da hinten. Ha, wie werde ich denn das machen? Nee, das werde ich anders machen. Passt schon. Schon eine Idee. Auf alle Fälle, diese Anlage hier zum Durchschmelzen kommt in den Berg gebaut. Ich weiß noch nicht, ob ich das nochmal neu crafte. Oder das abreiße und hier nochmal neu baue. Das werde ich mir erst überlegen. Das kommt auf alle Fälle hier irgendwo reingebaut. Schätze mal, das werde ich hier so in die Ecke da bauen. Na, so, zack, zack. Alles gespeist über unsere schöne große Turbine hier. Dann kann das hier in Ruhe arbeiten auf dem Berg hier. Das heißt, wir schicken die Items hier rüber. Über das ME-System logischerweise. Ne, wir schicken die Items rüber ganz normal über. Ja, wie machen wir das am besten? Weil hier sagen wir ja, von Miner ist es ja hier rüber gekommen. Miner werden wir hoffentlich nicht mehr brauchen. Das heißt, eigentlich. Was ganz genau nimmt, brauche ich das eigentlich theoretisch nicht mehr. So effizient. Eigentlich ist das sinnlos, wenn ich den rüber baue. So, Chat Fuel muss ich auch noch herstellen ein bisschen. Na, mal gucken. Der Reaktor ist ja momentan pausiert, der hat ja nichts zu tun. Pitch Blend. Genau, hier muss ich etwas mehr noch craften. Und zwar nennt sich das Unifier. Schauen wir, was wir da haben. Wir haben gar nichts davon. Torch. Habe ich keine Redstone? Stickes. Ich habe keine Redstone. Fackel als Rezept. Was ist denn da los? Das ist nochmal eines der ersten Sachen, die ich immer als Rezept habe. Clear. So. Und so. Encoded. Reingeklatscht. So. Also, Redstone Fackel brauche ich zuerst noch. Ist das noch nicht drin oder was? Red. Doch jetzt. Da brauchen wir zwei Stück. Eins, zwei. So ein. Und den hier. Ein Buch noch.
Buch könnte ich auch eigentlich auch mal als Rezept machen. Das brauche ich auch immer wieder. So. Und jetzt den. Zack. Unifier. Was der macht. Ich weiß gar nicht, braucht der Strom? Nein. Ich kann zum Beispiel sagen, Uran. Wir haben ja Uran. Und das ist Pitch Blend. Das hier. Ist ja eigentlich beides dasselbe, wenn wir hier in Order Vectionist schauen, ist es ja alles gleich. Lorium, Uran und Pitch Blend ist alles dasselbe. Deswegen kann man hier sagen, machen wir Uran, haut das da rein und bekommt eigentlich nichts anderes raus. Hä? Eigentlich müsste das dann so funktionieren. Umgekehrt vielleicht? Auch nicht. Es hat geheißen, das sollte so funktionieren. Dann testen wir es mal anders. Wir haben ja, wie es normal sicher funktioniert, wenn es wirklich so ist. So. Die Barrel ist, da packt man dann ein Uran rein. Und ihr habt es gesehen, da hat gleich das Pitch Blend mit reingepackt. Also beim Barrel funktioniert, hier soll es eigentlich auch funktionieren. Macht das aber nicht. Pit. Der macht es nicht, okay, aber wenn ich hier zum Beispiel Uran draufklicke, zack, macht er das. Na gut, dann halt nicht. Ein Versuch war es wert. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Lasst ein Like, Abo da. Kommentiert das Video. Schreibt was drunter. Schaut das nächste Mal wieder rein. Und ciao Leute, bis dann.